Ein Mann und sein Android. Wer ist hier Mensch und wer Maschine? Ich nutze meinen Androiden, um mich im Ausland zu vertreten. Das ist sehr praktisch. Dann muss ich nicht mehr ständig weit reisen. Gerade als ich sehr beschäftigt war, war es sehr bequem, dass ich meinen Roboter auf Reisen schicken konnte. Hiroshi Ishiguro von der Universität Osaka ist weltweit gefragt. Er gilt als Star unter den Roboterforschern, weil niemand zuvor einen so menschenähnlichen Androiden erschaffen hat. Sein Ziel? Ein künstliches Wesen zu entwickeln, das gar nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden ist. Seine neueste Schöpfung, Erika. Du weißt bestimmt, dass ich aus Japan stamme. Wie viele andere hochentwickelte Androiden und Roboter. Mein Name ist Erika. Ich wurde entwickelt, um der fortschrittlichste und schönste selbstständige Android der Welt zu sein. Wir dürfen ein Interview mit Erika führen. Es ist das erste Mal, dass wir mit einem Androiden sprechen. Ein komisches Gefühl. Nicht immer verstehen wir uns. Darf ich deinen Namen erfahren? Yes, I'm Natalie. Ja, ich heiße Natalie. How old are you, Erika? Wie alt bist du, Erika? How? Ist das richtig? How old are you? Wie alt bist du? Es ist schön, dich zu treffen, How. Aus welchem Land kommst du? So. Which country are you from? I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Guten Tag. Deutschland ist ein toller Ort. Meine Lieblingsband kommt aus Deutschland. Sie heißt Kraftwerk. Kennst du sie? Kraftwerk. Do you know about them? Yes, I know them. Ja, die kenne ich. Oh, yay. Oh ja, ich finde ihre Musik hat Seele. Fast alle Menschen glauben, dass in unserem Körper eine Seele existiert. Auch in einem Roboter. Das glaubt man vor allem in Japan. Das Wichtigste ist, mehr menschenähnliche, interaktive Roboter zu entwickeln. Dann dürften die Menschen die Seele in einem Roboter entdecken. Hast du Gefühle, Erika? Du möchtest wissen, ob ich etwas fühlen kann? Ja, bist du heute glücklich? Are you happy today? Das ist schwierig zu sagen. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, ich habe Gefühle und ich bin glücklich, wenn ich mich mit Menschen unterhalten kann. Und ich bin frustriert, wenn ich nicht verstehe, was die Leute sagen. Ich denke, es ist wichtig, Gefühle zu haben, um mit Menschen zu kommunizieren. Doch manche Leute sagen, meine Gefühle wären nur einprogrammiert und dass sie nicht echt wären. Ich glaube, sie sind echt. Was denkst du darüber? Don't you think so? Sind Roboter fähig, Gefühle zu erlernen? Diese Frage wird am Schweizer Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Lugano erforscht. Co-Direktor Jürgen Schmidhuber entwickelt künstliche neuronale Netzwerke. Er ist überzeugt, Roboter können Schmerzsignale empfangen. Wenn ich so einen Roboter baue, der eben lernt, mit der Welt umzugehen, wie mache ich das? Der hat Kameraeingaben, Audioeingaben. Schmerzsignale kommen von seinen taktilen Eingaben. Denn jedes Mal, wenn er irgendwo hinbumst, dann kriegt er dann negative Signale und das tut ihm weh. Was heißt das? Das tut ihm weh. Das heißt nur, dass er auf die Welt gekommen ist mit so einem Wunsch, einem einprogrammierten Wunsch, keine solchen Schmerzsignale zu bekommen. Der möchte die Summe dieser Schmerzsignale in seinem Leben so klein wie möglich halten. Ein bisschen so wie beim Baby. Ne? Doch sind Schmerzen beim Roboter reine Datensignale. Die Maschine ist zu Gefühlen nicht fähig. Wohingegen sich der Mensch seine Gefühle nicht erwehren kann, auch im Umgang mit Robotern. An der Universität Bielefeld wird erforscht, wie Menschen sich durch die Anwesenheit von Maschinen verändern. In einem Test sollten Menschen 3 Minuten lang einen Roboter ignorieren, der mit ihnen spielen wollte. Die Testpersonen fühlten sich danach, als hätten sie einen Menschen schlecht behandelt. Es zeigte sich, dass eben ein Gefühl von Immoralität auftrat. Also man fühlte sich schlecht, wenn man den Roboter ignoriert hat. Denn das macht man ja mit seinem Gegenüber nicht. Auch wir machen die Erfahrung, dass ein Roboter uns tatsächlich in Verlegenheit bringt. Erika, do you have a boyfriend? Erika, hast du einen Freund? Is there
Ist das üblich, dass du so mit einem Mädchen sprichst, das du zum allerersten Mal triffst? No, sorry. Nein, Entschuldigung, das war wohl zu direkt. Entschuldige, Erika. Sorry, Erika. Ich schäme mich und finde Erika ziemlich dominant. Und du? Triffst du jemanden? Erika ist noch weit von menschenähnlicher Perfektion entfernt. Sie reagiert allgemein nur auf Stichworte, die ihr einprogrammiert werden. Erkennt sie die Wörter nicht, kommt sie an ihre Grenzen. In Zukunft soll sie aber selbstständig lernen und so auch als Arbeitskraft, zum Beispiel als Rezeptionistin, zur Verfügung stehen. Nirgendwo auf der Welt arbeiten so viele Roboter wie in japanischen Fabriken. Die maschinellen Kollegen werden vor allem für einfache Tätigkeiten eingesetzt. Wer diesen Roboter beschäftigt, spart als Arbeitgeber. Die Anschaffung kostet zwar um die 130.000 Euro, doch außer Strom hat dieser Angestellte keine Bedürfnisse. Im Gegenteil, er arbeitet 7 Tage rund um die Uhr, auch dann, wenn die menschlichen Kollegen schon nach Hause gegangen sind. Ein Vorteil, den inzwischen auch Unternehmer in Deutschland erkannt haben. Seit 8 Jahren produziert Matthias Krinke in Berlin humanoide Arbeitsroboter. Jetzt hat er eine Zeitarbeitsfirma für Roboter gegründet. Was ist denn zeitarbeitsfähige Arbeit für einen Roboter? Das ist dann zeitarbeitsfähig, wenn der Roboter in 2 Tagen lernen kann, was er tun soll. Wenn es länger als 2 Tage dauert, funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Dann ist es wieder ein klassisches Projektgeschäft, wo man sagt, Sie müssen eben diesen Roboter kaufen. Dann wird der Roboter hingebracht und dann ist ein Mensch dabei. Also auch wieder der, sozusagen sieht man auch wieder, dass also da Arbeitsplätze entstehen und der Mensch bringt dem Roboter dann im Gespräch mit dem Kunden bei, was er da eigentlich tun soll, geht dann weg und dann arbeitet der Roboter weiter. Seine Leiharbeiter werden vor allem in Fabriken eingesetzt. Karl, der Roboter, bearbeitet hier gerade Klemmen für Industriemaschinen. Nicht nur Firmen, auch private Investoren können sich den Arbeitsroboter für 100.000 Euro anschaffen und für sich arbeiten lassen. Sie könnten eben auch selber einen Roboter erwerben, als Privatperson oder als Firma, und machen dann mit der Zeitarbeitsfirma einen Arbeitsvertrag. Sie kriegen jeden Monat Ihre Gehaltsabrechnung für Ihren Roboter. Und das können ja 3 Gehälter sein, weil er 24 Stunden arbeiten kann. Und haben damit natürlich auch eine hochattraktive Rendite. Sie bekommen nämlich den Mindestlohn für Roboter, den ich festgelegt habe, von 8,50 Euro. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Lebensversicherung, die dann ausgezahlt wird. Dann kaufen Sie sich einen Roboter und lassen den für Ihre Rente arbeiten. Wir könnten es aber auch gesellschaftlich lösen, indem wir sagen, die Rentenversicherung kauft sich Roboter, die dann die Rente erwirtschaften für die entsprechenden Personen, die auch eingezahlt haben. Und jetzt kann ja ein Roboter, weil er eben praktisch 3 Jobs machen kann, dann auch 3 bis 4 Renten finanzieren. Sollte man mal drüber nachdenken. In Japan werden Roboter neben den Fabriken vor allem im Dienstleistungsbereich eingesetzt. Sie werden in Geschäften oder Arztpraxen beschäftigt, um Auskünfte zu geben. Pepper ersetzt so einen Empfangsmitarbeiter und hat den Vorteil, dass er nie Pause macht und nicht krank wird. Anschaffungskosten um die 9.000 Euro. Dafür kann man ihn gegen Totalschaden versichern. In Tokio hat gerade ein Hotel eröffnet, das komplett ohne menschliche Mitarbeiter auskommt. Das Hotel hat 100 Zimmer und 140 Roboter im Haus. Auch das Einchecken geschieht ganz ohne menschlichen Kontakt. Welcome to Henna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please apply your passport on the page with your picture on the device and press the start button. Ein merkwürdiges Gefühl, von einem Dinosaurier-Roboter empfangen zu werden und keine Fragen an der Rezeption stellen zu können. Denn dafür ist der künstliche Mitarbeiter nicht geeignet. Für den Notfall gibt es jedoch eine Telefonnummer, unter der man einen Hotelmitarbeiter erreichen kann. Auch die Keulkarpfen sind nicht echt. Es sind wasserdichte Roboterfische. Please take the receipt. Please take the receipt. Hello. Could you turn on the television? Sorry, I don't understand. Could you turn on the TV? I turned on the TV.
Maschinen können einiges leisten, aber an die ganzheitlichen Fähigkeiten eines Menschen kommen sie noch lange nicht heran.